So, läuft prima. Und dann gucken wir mal, wo haben wir denn die S-Bahn gebaut? Wie sieht denn das jetzt inzwischen aus mit diesen großen Zügen hier? Die S-Bahn war in Meerstedt, ne? Richtig, genau. Noch fahren wir hier mit den kleinen. Aber die werden irgendwann mal umgerüstet auf groß. Auch wenn es keiner braucht. Also die S-Bahn ist auch ein Groschengrab hier. Vielleicht sollte man mal gucken, dass man die S-Bahn irgendwo anders hin verlängert. Zum Beispiel nach Karlbach. Wie wäre das? Hier geht es ja nur in dieser ganz wilden. Mit diesen ganz wilden Straßen hier darum, da haben wir von Karlbach nach Appenweier. Vielleicht könnte man noch so einen Zug bauen von Karlbach nach Meerstedt. Wir haben zwar hier die Schnellstrecke, ja, aber vielleicht sollte man hier doch noch so eine Art S-Bahn nach Meerstedt bauen, von hier aus. Was ist das hier überhaupt alles? Ach so, das sind die wartenden Leute da hinten. Eine S-Bahn nach Meerstedt. Da brauchen wir dann aber noch einen Bahnhof. Einen weiteren. Und zwar möglichst einen, der auch hier so anschließt. Wie wäre es denn, wenn wir hier so einen Bahnhof hinbauen? Einen S-Bahnhof, so einen kleinen. Hier ist der Schnellbahnhof und hier senkrecht dazu dann der S-Bahnhof. Wie groß sind denn diese Bahnhöfe? Da passt denn das überhaupt? 160 Meter, da müsste man dann. Also hier könnte man das ansetzen. Ja, könnt es auch hier ansetzen. Da ging es dann nicht mehr, aber bis hier geht das noch. Dann könnt ihr da zu Fuß rumlaufen. Das ist eine Umsteigestation. So, dann werden wir nämlich dann noch eine weitere Haltestelle bauen. Denn hier. Hier noch so eine S-Bahn-Haltestelle. Und dann fährt die S-Bahn erstmal hier durch den Ort durch. Und dann geht es dann hier durch die Berge nach Meerstedt. Und dann reihen wir uns hier ein in dem Ring hier irgendwie. Da müssen wir natürlich erstmal hinkommen. So, das heißt, wir haben dann eine Strecke nach Karlbach. Ah ja, das machen wir mal. Wir haben weiter nichts zu tun hier, wir haben sonst alles. Also, dann machen wir das mal, stoppen wir das mal hier. Im Jahr 2022 sind wir inzwischen schon. Fahrzeug im Weg, was für ein Fahrzeug? Ach, so ein komischer Bus. Freunde, das geht aber noch nicht. Weg da, Fahrzeug. So. Und da haben wir ja dann auch die Buslinie. Die müssen wir dann ein bisschen umswitchen. Das heißt, die wird automatisch, glaube ich, umgeswitcht. Ja, ich will da nichts entfernen, sondern ich will ja hier jetzt Bahnhof hinsetzen. Der fehlt da noch. Der ist noch zu viel, sagen wir mal so. Nee, Bahnhof. So. So, prima. So geht das. Dann können die hier sozusagen von da nach da laufen. Ist ja kein Problem. Und dann bauen wir hier erstmal die erste Strecke im eingleisigen Betrieb durch. Und zwar bis hier so hin. Das geht dann also. Das können wir schon mal wegmachen. Das ginge dann vielleicht hier so rum.
und dann so rum und dann bauen wir mal hier so den Bahnhof irgendwo hin. Da müssten wir dann hier so ein paar Leute abreißen, ein paar Häuser. Boah, das ist aber trotzdem echt lang. Oder wir bauen es dann hier so hin. Wir müssen halt hier die beiden Straßen da wegnehmen. Was ist hier noch für ein Gebäude? Das geht. Wieso geht das nicht? Muss das noch weg? Ah, okay. Das muss auch noch weg. So, dann wollen wir hier mal S-Bahn hinsetzen. Ja, das wird schon ein bisschen kritisch. Kollision, nicht genügend Platz. Okay, dann machen wir mal das weg. Hier, dieser kommt weg. Der kommt weg, der kommt weg. Der kommt weg. Und der kommt weg. Da gucken wir mal, geht das jetzt dann? Nicht genügend Platz. Also muss die Straße auch weg. Muss auch weg und das, ja, wird nicht so einfach. So, das ist schon mal gut. Das ist fertig. Das kann man eigentlich im Prinzip auch übernehmen, wenn man jetzt hier mal das hier weglöscht. So ist es okay. Dann müssen wir diese Straße wahrscheinlich noch wegnehmen. Dann können wir das ganz gerade durchbauen hier. Sag ich mal so. Ja, da müssen wir den Bahnhof nochmal verlegen irgendwie. Ein bisschen weiter zurück. Was ist das da? Das kann dann auch weg. Den Bahnhof noch ein bisschen verlegen. Ja, passt. So, dann haben wir also so eine Art S-Bahn, die sich hier durch den Ort windet. Wir mussten ein paar Straßen abreißen. Aber wir können hier gleich unterirdisch durchlaufen, wenn man so will, nach Meerstedt. Und dann kommen wir hier irgendwo an und müssen dann sehen, wie wir da dann rumkommen. Also, da könnte man sich jetzt ja vorstellen, dann hier diese Linie abzuzweigen. Und auch hier. Was schon mal gar nicht geht. Also das auch mal neu bauen. Ja, okay, dann setzen wir den Lokschuppen mal hier hin.
zwei. Ja, ich weiß, man soll das in zwei Dingern machen hier. Machen wir das mal so. Irgendwie ein bisschen eleganter. So, und das also auch hier rein. So, passt. Und dann gehen wir hier raus. Dann gehen wir auch hier raus. Und da geht dann die Strecke ab nach, wo sind wir da hingefahren? Da hinten hin. Und da müssen wir natürlich dann hier im Tunnel irgendwie drunter durch schon mal. Ja, so ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber nicht tief genug runterkommen. Dann müssen wir so einen kleinen Trick machen und dann hier so ein bisschen hier so rumfahren, dann geht das. Also eine kleine Biegung. So, und dann gehen wir, wo gehen wir dann rein? Hier kam das hin, ne? Ne, da war der andere Zug. Hier kam das hin. So, dann müssen wir halt hier erstmal irgendwie eine Weiche noch bauen. Hin und zurück fahren können. So, wo ist er? Hier ist er irgendwo. Sieht er so ganz sanft hier durchschimmern. So, sind wir hier richtig. Richtig. Prima. Okay, da haben wir das schon mal fertig. Und jetzt bauen wir das hier parallel. Aber nicht ganz bis zum Ende, sondern wir müssen dann irgendwann zwischendrin abzweigen. Bietet sich ja zum Beispiel hier diese Stelle an. Oder diese hier, das ist noch besser. Ach guck, das ist beim Bau entstanden. Ja, das hatte ich gar nicht so geplant. Haben wir dann noch so eine? Nee. Okay, dann kommen wir nämlich prima dann genau. Dann muss ich hier nämlich auch dann drunter fahren unter die andere Bahn. Diesen müssen wir dann irgendwie da hinkommen. Geht das? Nee, geht nicht. Okay. Geht immer noch nicht, halt. Machen wir hier mal den Abzweig dann.
Steigung zu groß. Okay, das müssen wir mal so dann versuchen, dass wir hier gleich mal unten bleiben. So, und dann passt es auch. Prima. Ja, da sind wir hier zwar außerhalb und mit der anderen Linie innerhalb, aber das ist egal. So, was haben wir hier? Wo ist das Tunnelportal? Das Tunnelportal. So, da haben wir ein Tunnelportal. Und hier ist das andere Tunnelportal. Wo ist jetzt der? Da ist das, ne? Prima, passt. Und jetzt sind sie auch schön unterirdisch. So, da können wir nämlich die eine S-Bahn mal so ein bisschen verlängern. In der Hoffnung, dass wir dann ein paar mehr Passagiere bekommen, wenn wir da hinten mit hinfahren nach, ja, wo ist denn das? Weiß ich nicht. Ah, hier ist gerade Begegnungsverkehr noch. Wie heißt das Kaff?